Hallo? 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 Sorry, 3 Sekunden zu früh. Tut mir ja, sorry. Einen wunderschönen guten Abend. So, Musik? Musik ist da. Das Spiel ist auch da. Irgendwie Overnight Express. Ich habe keine Ahnung gehabt. Heute Morgen lag das in den Briefkasten. Schön, schön. Ich freue mich mega hart und dementsprechend würde ich auch sagen, dass wir gleich loslegen. Weil ich mich extrem drauf freue. Okay, und hoffe, dass es alles in Deutsch ist. Ja. Oh, das macht so viele Gefühle. Ich bin so glücklich. Und hallo an alle. Hi Zeug, hey Face, hey Düsi. Hallo, Jeflin, Amelie. Nee, nix da. Ich habe das passt so von der Musik her. Könnte ich auch noch ein bisschen lauter machen eigentlich, oder? Hallo? So, Video konfigurieren. Sehr schön. Obwohl, geht eigentlich, ne? So, 60 ist okay. Ich denke, das ist okay. Ein Hauch lauter. Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Wir müssen mal gucken, ob ich jetzt nur das rein theoretisch durchzocke. Oder wir zwischendurch No Sunshine oder Galaxy zocken. Ich bin sehr gespannt. Und ja, mal gucken. Herzlich willkommen. Durch eine Warp-Röhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den B-Knopf zum Springen und den Y-Knopf zum Schlagen. Also ich habe auch schon gehört, irgendwie, dass hier die Kamera irgendwie anders sein soll als vorher. Ich bin mal gespannt. Da ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe, mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie doll merke oder halt nicht. Na, wir schauen mal. Der L-Stick dient der Steuerung. Doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss. Oh, fuck. Okay, das wird tatsächlich lustig werden. Okay, mit der Kamera. Das waren sonst die gelben Sticks tatsächlich gewesen, wo du mit die Kamera eingestellt hast. Das war, glaube ich, ein bisschen interessant gewesen. Bin mal gespannt, wie die Steuerung ist. Hab nur schlecht drüber gehört bisher. Also, es ist nicht schlecht, aber es ist gewöhnungsbedürftig und das jetzt gleich schon vom Anfang an. Also, schwierig, würde ich mal sagen. Mario hat gerade Prinzessin Todds, was? Prinzessin Todds? Stolz Schloss erreicht und macht sich auf der Suche nach dem Powerstern. Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Dient der Steuerung, ja, das mit der Steuerung mit A, B, das wird mir nicht lustig. Ich drücke B, um weitere zu spielen, Kameramodi werden mit R geändert. Mit R. Okay, genaue Erklärung hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen, damit zurück zum... Okay, ja, es ist gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen werden. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Oh, puh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mega glücklich gerade. Also ich kann tatsächlich das Spiel hier von ganz normalen Easy N64. Das ganz normale. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wändengemälden. Sprich zuerst mit Buddy der Rosa Bombe. Drücke A, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihr Kollegen werden dich sicher unterstützen. Drücke A, um Schilder zu lesen. Mit A oder B kannst du die Nachrichten umblättern. Vor allem ist ja ganz nett, dass er mir das sagt, ne? Aber tue ich das nicht sowieso schon die ganze Zeit? Okay, bin ich jetzt gespannt. Irgendwas konnte ich hiermit machen, aber frag mich jetzt nicht was. Okay. Muss erstmal nochmal gucken. Also wie gesagt, ich habe das ewig nicht mehr gespielt, aber die Kamera geht eigentlich tatsächlich.
Das war keine gute Idee. Ja, ist eigentlich mein Plan, Face. 120 Sterne müssen drin sein. Da oben, glaube ich, komme ich auch noch nicht rein. Hier ist auch irgendwo davon abgesehen die Shell, damit ich da oben hochkomme, ne? Da komme ich auch so hin. Ja, das ist nice. Na, da viel Spaß bei den Level, wo man fliegen muss. Also, ich hatte, als ich ein Kind war, scheiße, ehrlich gesagt, da gar kein Problem mit gehabt. Deswegen, also ich hatte das auch schon mitbekommen. Aber da habe ich jetzt eigentlich nicht so den großen Panik vor. So, ich glaube, als erstes machen wir das. Okay, ich könnte ihn auch befreien. Fuck. Ah, das hier, ne, ist gerade ein bisschen... Hört ihr das? Als die Kamera immer wieder so ein bisschen durchdreht. Mal kurz gucken. 3, 4, 5, okay. Oh Mann, diese Musik habe ich so vermisst. Ach ja, die Geschichte. Hallo? Danke. Meine Frage. Ja, Milly, das, was ich schon die ganze letzte Zeit sage. Ich habe es mir angeschaut, weiß aber nicht, wann ich das spielen werde. Und ob ich das jemals überhaupt spiele, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also das Gleiche habe ich dir auch schon, oder beziehungsweise euch, weil viele ja tatsächlich wegen Among Us fragen. Ist das schon gut? Ich persönlich habe TTT, auch wenn das rein theoretisch nur 3 noch was kostet, weiß ich nicht, ob ich es jemals spielen werde. Deswegen. Kann sein, kann nicht sein und fuck. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe jetzt aktuell mein Traumspiel und werde wahrscheinlich das zocken. Mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, da komme ich nicht hin. Auch immer wieder Fall Guys, weil ich glaube jetzt in 15 Tagen oder so oder in 10 kommt auch die neue Season. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Deswegen mal schauen. Also kann ich dazu noch nichts sagen. Das einzige Problem ist jetzt hier, dass ich nicht immer mehr ganz genau weiß, wo die ganzen Münzen sind, ne? 3, 6, 7. War die eine irgendwo ganz oben gewesen? Okay, wir schauen mal. Hier komme ich nämlich auch hin. Nach ganz oben wird es dann auch noch interessant, vor allem wenn ich hier mit den Typen anfange zu laufen. Nein. Ich weiß nicht, wo die letzte Mütze gewesen ist. Fuck! Geht ja gut los. Oh, nein, da oben ist nur Herz, okay. Ich will eigentlich mit ihm noch nicht fighten. Oh, fuck. Ich kann ja noch gar nicht einsam... Ja, gut, hat sich geklärt. Ich kann die ja noch gar nicht einsammeln. Also grafisch hätte ich eigentlich mehr erhofft. Naja, das ist kein Remake, das wurde nicht aufgehübscht oder gar nichts. Also nicht so wie bei sorry, bei Galaxy oder bei Sunshine. Sunshine nebenbei kann ich gar nicht. Genau, das hier ist nur geportet worden. Das war nicht der Plan. Hä? Hey, es ist gegen die königliche Regeln, den Herrscher so aus dem Ring zu werfen. Wir gucken mal.
Ja, genau. Also das ist interessant gerade, dass ich ihn hier nicht so fassen kriege, den Archie. Besser? Besser. Trotzdem, ja, das stimmt. Nein, ich wurde besiegt. Oh mein Gott, was wird's nur? Was passiert hier nur? Uiuiui. Jetzt aber. Ja, könnte passieren, Face. Speichern und weiter. So, nur aber rein. Es stockt in den Wumpes-Festungen im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bose auf, rette unsere Powersterne. Das kriegen wir hin. Plupp. Besiege den schnellen Cooper. Oh, ah, fuck. Also ich bin ganz ehrlich, hier habe ich ein Problem mit und das wird nicht lustig werden. Vor allem, weil der Arsch, glaube ich, eine Abkürzung nimmt. Ich glaube, der hat eine Abkürzung genommen. War das nicht so? Das ist doch viel zu einfach so. Als ob ich das hinbekomme. Hä? Also damals fand ich das schwieriger. Ja, wo bleibt er denn? Ja, Mensch. Was ist denn los da? Hä? Ja, aber ich habe das. Also, woran ich mich erinnere, damals habe ich das. Also, das hat lange gedauert, bevor ich den besiegt habe. Wenn denn los hier? Okay, das gefällt mir. Das ist nice. Also ich werde hart durchsuchen nebenbei. Könnte passieren, dass ich bis 3 oder 4 Uhr streamen werde. Schon mal kleine Info voraus. Du wisst ja, was heute Tatsache ist. Fliege zur schwebenden Insel. Ich glaube, das kann ich noch gar nicht, ne? Oder doch? Reden wir mal mit der Bombe hier. Wie ging das denn nochmal? Ah, Y. Wir sind friedliebende Bomb-Bombs und mögen keine Kanonen. Wir stellen sie dir aber gerne zur Luftreise zur Verfügung. Alle Kanonen, diese Kurse sind für dich präpariert. Glutenflug. Guten Flug. Bist du bereit? Dann rein mit dir in der Kanone. Du kannst mit ihr Hilfe die schwebende Insel erreichen. Benutze den L-Stick zum Zielen. Ja, das ist tatsächlich alles gleich. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, von hier komme ich nicht zur schwebenden Insel. Nope. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich mal bitte ganz schnell, aber ganz schnell hier raus. Fuck. Wir werden sehen. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt gut oder nicht gut war. Okay, mein Fehler. Ich bin. Ah, wie war denn das jetzt? Oh Gott, ich glaube, das ist so hoch. Ja, Mensch, läuft doch bei uns. Ah, sehr nice. Einfach durch die Wand. Nein, 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 so war das nicht. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel meine Mom, also meine Mom ist, würde ich behaupten, rein theoretisch sogar noch
tendenziell besser als ich hier in diesem Spiel. Wir haben das so hart durchgesuchtet. Ach so, nebenbei, ich habe neue Fragen gemacht. Das habe ich gestern tatsächlich getan. So, finde alle 8 guten Münzen. Das kriegen wir jetzt hin. Puh, ich bin so mega gehypt auf dieses Spiel. Das ist nicht mehr, das ist uff. Ja, wir wollten das auch mal tatsächlich einstellen, dass meine Mama streamen ist, aber sie hat keine Switch. Und das Switch, oh, bist du verrückt, das ist zu teuer und benutze ich nicht und hier und da und blam blub. Vor allem können sie ja dann auch meine Spiele haben, solange ich die halt nicht zocke. Mal gucken. Aber zusammen zocken könnte man das vielleicht mal. Aber dafür muss meine Mom herkommen oder hier schlafen. Irgendwo war doch hier... Nein, lass mich in Ruhe. Na okay, dann holen wir erstmal die Münze. Mal gucken, ob ich das jetzt überhaupt nochmal hinkriege. Ja, ich war... Oh, ich, ja. Ich habe das heute erst gerade wieder gemerkt, als ich das Spiel hier, als ich das Update gemacht habe. So, dann ist da hinten auf jeden Fall. Hier haben wir noch eine Münze. 2 sogar. Oh, okay. So, wir haben 6. Mhm. Dann ist da 7 und da oben ist Fuck. Und da oben ist 8. Hier nicht schön. Oh, fu. Ich werde verfolgt von einer Bombe. Oh mein Gott. Wie, was? Risiko. Oh, Risiko. Oh, ich muss das auch mal kaufen. Meine Mama und ich wollten das unbedingt mal zusammen zocken. Mhm. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß, Blue. Cool, dass du auf jeden Fall mit reingeschaut hast. Mein. Oh, lieber. Ja. Ach, keiner gesehen gerade, was passiert ist, oder? Was wollte ich sagen? Ach, ich vergesse auf jeden Fall. Dankeschön, Blue, und wir sehen uns nochmal. Du weißt ja, wo ich zu finden bin. Stirb mal für Twitch. Nein. Das könnten wir... Ach, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Das können wir tatsächlich irgendwo hinpacken, wie oft ich gestorben bin hier, da. Rein theoretisch. Aber ich glaube, das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, läuft doch. In 23 Minuten 4 Sterne. 5 sogar. Und weiter geht's. Ich fliege alle Münzringe. So, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Wer kackt da die Kugel immer? Irgendeiner, der innen drin sitzt. Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, König Bombomb. Aber davon abgesehen ist das nicht richtiges Fliegen, ne? Oder doch? Kriege ich das schon, die Mütze? Ne, ich glaube, das kriege ich sowieso noch gar nicht hin, weil ich die Mütze noch nicht habe. Das kriege ich noch nicht hin. Seht ihr, was ich meine? Das wird hier noch nichts. Kein Problem. Man kann, es gibt ja auch einen Trick, davon abgesehen, dass man hier durchglitscht, ne? Ja, genau. Zeig, ja, soweit ich das mitbekommen habe, gehen hier tatsächlich die Glitche von N64, die es damals, also hier so war, die gehen hier tatsächlich nicht. Also viele davon gehen hier nicht.
Ich bin jetzt am Überlegen, war das der letzte Stern gewesen, den ich kriegen kann? Ja. War der letzte Stern. Ja, schlechter Port. Die haben das ja eher absolut nicht so gemacht, ne? Wie komme ich jetzt zurück? Kurs verlassen. So, Türchen 1. Wo ist Türchen 2? Ach so, kleinen Teaser vorab. Ich habe ein Problem mit den Hasen. Ich weiß nicht, ob sich jemand nochmal an den Keller erinnert. Mit diesem kleinen wunderbaren Hasen, der herumläuft, den man ja fangen muss, um einen Stern zu kriegen. Ich hatte damals schon ziemliche Probleme damit. Hallo Todd. Bosa hat sich die Powersterne unter den Nagel gerissen. In jeder Welt hat er 6 Sterne versteckt. Jetzt haben wir es. In jeder Welt 6. Manche Sterne kannst du aber erst finden, wenn du die farbigen Schalter in den Schalterpalästen ausgelöst hast. Bereits gefundene Sterne kannst du zu Beginn jeder Welt sehen. Triff besiegte Gegner, in denen du erneut ihren Stern erwählst. Aber nett. Ja, genau, Millie. Genau das ist das. Und das will sich auch nicht so einfach wieder einfangen lassen. Das haben wir auch schon. Oh, das mit der Taube ist auch hier lustig. Sichtbar einen Warnton erklingt, wenn die Bewegungsfreiheit der Kamera eingeschränkt ist. Die Geschichte und hier war die Taube drin. Ich weiß nur nicht mehr. An die Später kommt die Taube. Ich weiß jetzt gerade aber nur nicht mehr, wozu wird die Taube. Ach so, doch für den Käfig. Oh, den habe ich übersehen. Oder vergessen. Also ich finde, es geht tatsächlich jetzt so, weil wenn man so ein bisschen angefangen hat, geht es tatsächlich mit der Steuerung irgendwie ein bisschen. Pinguin? Ja, Pinguin-Bibi. Auch 2. Ich glaube, die haben hier fast gar nichts gemacht tatsächlich. Also so, wie ich das sehe, ist das tatsächlich einfach nur komplett von N64 rüber geswitcht. Michelle, hallo, einen wunderschönen. Ein wunderschön. Da gibt es doch gar nicht. Was willst du, Wicht, hier in mein Reich? Ich werde dich lehren, meine Befehle zu. Oh, dieses Verma was? Vermaledeite Rückenschmerzen. Na, wie geht's dir, Michelle? Oh Gott. Ich wünsche dir gute Besserung, Michelle. Bleib deswegen auch nicht lange. Nee, alles gut. Oh je, je. Erkältung oder so? Wahrscheinlich, ne? Ist aber auch im Moment Kacke. Dieses warm, kalt, kalt, warm. Wenn ich überlege, letzte Nacht hatten wir hier nur 4 Grad gehabt. Das ist what the fuck. Speichern und weiter. Ja, finde ich auch. Sehe ich genauso wie du. Und ich verstehe es nicht, warum die. Naja. Das nicht rein theoretisch oder halt ein bisschen aufgehübscht. Also da haben sie es wirklich ganz, ganz einfach gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Er hat heute angefangen, hat bis jetzt einen fetten Schnupfen und so krass. Oh, ich habe auch leichte Kopfschmerzen, aber ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Wetterumschwung zu tun. Steiger auf die Bergfestung. Kriegen wir hin. Du 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 du
Die Augen, ne? Mhm. Es gibt ja außerdem auch ein Level Up, tatsächlich. Ich glaube, hier war das. War das hier? Hier oder unten bei den, beim Wasser gibt es auf jeden Fall ein Level Up. Ja, Kappa, Wir warten mal ab, ob das keiner braucht. Nur weil das jetzt rein theoretisch für mich aktuell recht gut läuft, muss ich sagen, kann das später nach hinten losgehen. Obwohl ich sagen muss, aktuell ist das easy. Und ich komme auch so tatsächlich mit der Kamera zurecht. Vom Anfang, also am Anfang war es wirklich ein bisschen ungewohnt, sage ich es mir so, aber ich bin eigentlich relativ fix da, also ja, speichern und weiter. Blub. Ja, genau, 1:1. Fliege ins Blaue. Oh, puh, wie war das denn nochmal? War das jetzt mit der Eule? Wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es mit einem kleinen Rundflug um die Burg? Befinde ich mich direkt über dir, spring und halte den Sprungknopf gedrückt. Lass ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um dich zu orientieren. So, fuck, wo war das jetzt? Da. Ah, fu, ja, gut, das war knapp daneben, ist auch vorbei, oder wie war das? Hey, Dekov. War das nicht hier? Na, wir warten mal, bis Frau von uns zur Eule wiederkommt. Was habe ich denn gesagt? Habe ich Taube gesagt? Nee, oder? Uff. Ich habe ein kleines Vogeldefizit. Ich weiß auch nicht, Face. Ich hab da echt ein Problem. Das ist außerdem das Falsche, ne? Nebenbei. Was war das mit der Eule? Was war denn das nochmal? Fliege ins Blaue. Fliege ins Blaue. Ah, puh. Ich brauche eine Kanone. Oder war das da hinten? Okay, wir gucken mal. Oder es kann auch möglich sein, dass ich ins Blaue noch gar nicht fliegen kann. Möglich ist alles. Das ist, glaube ich, außerdem das Falsche. Ich muss mal hier runter. Oder war das doch das hier? Ja, mal gucken. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ah, nett. Du weißt Bescheid, Chunk? It's just to follow Prime and use... oh Gott. Ja, dass sie nicht selbstständig so machte. War das jetzt da? Oh Gott, ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube, das war falsch gewesen. Aber da oben war ein Leben. Wo war denn das mit dem Flieg ins Blaue? War das unter mir? Oha!
auch, aber das, also dachte ich zumindest, aber ich habe auch keine Ahnung. Oder war das da unten? Ja, das war das gewesen, ne? Wir schauen mal. Auf jeden Fall gibt es ja auch irgendwas. Bei mir ist das halt nur auch schon so übelst lange her, dass ich das gespielt habe. Ging das so? Oh Gott, ich fliege jetzt raus. Das ist mein erster Tod. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich weiß sonst auch nicht, wie wir da hinkommen. Ne, das geht auch nur so, glaube ich. Glaube ich, denke ich. I don't know. Weiter höher. Geht's echt nicht gut. Oh, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Kraft. Ich drücke dich in direkter Weise und wünsche dir gute Besserung. Ja, habe ich auch schon überlegt gehabt, ne? So? Ich glaube, ja. Oh, schön, schön. Kennt ihr außerdem dieses Gefühl, kurz bevor er runterfällt, dieses innerliche... Puh! Wisst ihr, was ich meine? Okay, fliege ins Blaue. Okay, speichern und weiter. Und weiter geht's. Ja, puh, ich bin so puh glücklich. Ich finde die 8 roten Münzen. Irgendwas hat, muss ich außerdem hier noch mit den Blumen machen. Okay. Dazu sagen wir jetzt einfach mal nichts, ne, was da jetzt gerade irgendwie passiert ist. Okay. Ich gehe nochmal wieder zurück. Okay, das lassen wir einfach mal dezent. Auf die... Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Reihenfolge gewesen ist von der Idee her. Weil oben gibt es ja auch noch 2. Relativ oben. Hallo Blume, tschüss Blume. Ja, kommt ja noch. Aber ich glaube, das muss ich gar nicht. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Egal, Tönen. Ja, moin. Hier war jetzt nichts. Ja, ich erinnere mich. Das war gekonnt. Oder muss ich doch was mit den Blumen machen? Wir schauen mal.
Zerstöre die Felswand. Okay, jetzt bin ich an Überlegen gerade, tatsächlich. Nein, habe ich noch nicht. Ich musste gerade tatsächlich überlegen. Ich wollte es eigentlich Ende des Monats getan haben. Oder doch habe ich schon? Oder ist es jetzt schon wieder so lange her? Hä? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ups. Ich zerstöre die Felswand. Ja gut, dann habe ich die noch nicht losgeschickt. Ja, nee, ich weiß, dass Face in den Top 3 drinne gewesen ist. Ups. Was für eine Felswand soll ich zerstören? Oder war das ganz oben? Ich schau mal. Oh, puh, wie war denn das hier nochmal? Oh nein, als ob du den Clip gemacht hast. Diese Schalter kannst du durch eine Stoffattacke auslösen. Ja, okay, das haben wir. Zerstöre die Felswand, nicht wahr? Ich glaube, das kann ich ja später machen, tatsächlich hiermit. Ja, kann ich auch erst. Warum? Für Leben? Quatsch. Hi, auf jeden Fall einen wunderschönen Kurs verlassen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Felswand. Das kann ich 100%ig erst mit dem Grün machen. Die mystische Kraft der Sterntür. Das Problem ist, hier kann ich, glaube ich, auch noch nichts machen. Huh, sorry.
Hä? Da war es. Psst, keiner gesehen. Ich glaube, hier habe ich auch Probleme später mit den Pinguinen. Fuck! Achso, okay. Das war gut, oder? Huch. Ich bin gerade so am Überlegen. Gab es da nur einen Stern? Oder zwei? Ich glaube nur einen. Da unten drin war. Dann gehen wir mal hier rein erstmal. Ja, aber wir schauen mal. Also wenn, könnte ich mir vorstellen, dass die blauen Münzen alle einsammeln soll. Wir gucken mal. Ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Tatsächlich, aber warum? Doch wegen den blauen Münzen oder weil ich die Zeit geschafft habe? Ich bin mir da jetzt unsicher. Werden wir gleich erfahren. Oder? Ein geheimer Stern des Schlosses. I don't know. Ich sag mal, ja, passt. Nun, ja. Sehe ich genauso. Nun. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Nebenbei, ich mag keine Wasserlevel. Ich glaube, hiermit hat das angefangen, dass ich Wasserlevel angefangen habe zu hassen. Also nicht mit diesen Level, sondern dieses Spiel hat mir dabei geholfen, die Wasserlevel zu hassen. Von der Zeit her doch, ne? Ich glaube, unter 21... Ah, okay. Aber ich muss eins sagen, dass die Musik wirklich toll ist, ne? Ja. Ja, aber sonst ist... Weiß ich nicht. Also gerade auch mit einem ganz normalen Nintendo, also mit einem Super Nintendo. Obwohl, da ging es eigentlich schon vor N64 los mit dem Wasserlevel.
hier, glaube ich, gab es ein Leben. Ja, ist ja schön, dass du dich freust gerade, aber... Ja. Ey, hallo! Ups. Tauchen das Schiffswrack. Da kriegen wir hin. Hier gibt es noch ganz, ganz böse Muscheln. Lass ich mir weiter runter, danke. Oh, hier hatte ich damals Probleme gehabt, tatsächlich mit den Aalen, ne? Wie kriege ich hier den Aal nochmal raus? So auf jeden Fall nicht. Mach auf! Puh, wie war das nochmal mit dem Aal gewesen? Okay, das war jetzt das Falsche, aber... Den Stern habe ich schon mal. Ah, puh! Ich glaube, das ist das falsche Schiffswrack, was sie meinen. Es gibt doch auch oben... Tauche in das Schiffswrack. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Aal loswerde. Lange böse angucken. Ich glaube, nee, das kann damit gar nichts zu tun haben, oder? Mal was gucken. Ich bin gerade am Überlegen, weil die eine Muschel hatte halt einen Panzer drinne. Mach dich auf. Wie ging das nochmal? Scheiße. Wir leben mit dem Panzer.
Ach so, fuck. Ja, ja, okay, ja, ja, I know it. Hä, was für eine Verarsche! Also hat das doch funktioniert, dass ich ihn böse angeguckt habe. What the fuck? Was für eine Verarsche, ernsthaft. Ach, ja, huh, sorry. Hallo, öffne doch die Truhe. Was ist denn los mit ihnen? Okay, ich brauche erstmal nochmal Luft. Nein. Ich krieg das hin. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Bin ich gerade dagegen geschwommen oder dagegen? Nee. Okay, warten Sie. Dann bist du eins, oder? Glaub mir, ich frage wahrscheinlich später noch genug nach Tipps, Face. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollte ich erstmal voll werden. Das ist eine gute Idee, finde ich. Oh, tolle Musik. Hm. Das war so klar. Das war so klar, war das. So klar. 50-50 Chance und ich habe verkackt. Hihihi, gescheatet. Ein bisschen. Wenn es um die Zeit geht. Here we go. Bestleistung. Ja, hätte ich nicht gedacht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Locke den Aal. Hä, hab ich doch.